Jetzt sind beide Sportler oben und sie fragen sich vielleicht, warum wir immer erst, wenn die beiden oben sind, zum Anfeuern auffordern. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass dieses Schlagen der Pockets sehr viel Konzentration braucht und die Sportler dabei lieber ohne große äußere Einflüsse arbeiten. Aber jetzt könnt ihr alles rauslassen, liebe Bentheimer! Und es ist, wie Robert angedeutet hat, ein spannendes Rennen, das wird richtig knapp hier. Das obere Springboard, aber jetzt ist er der erste von den beiden, der wechselt.